Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Emotionaler Missbrauch ist furchtbar und kann einen wirklich zerstören. Noch schlimmer ist es, wenn die Mutter einem emotional missbraucht. Und im Folgenden möchte ich Ihnen 6 Arten bringen, wie Sie erkennen können, ob Sie emotional missbraucht wurden durch Ihre eigene Mutter. Emotionaler Missbrauch ist eine Haltung der Manipulation, eine generelle Haltung der Manipulation, wo es darum geht, den anderen so gefügig zu machen, dass der wie eine Marionette ist für mich. Und wenn das die Mutter von klein an mit ihrem eigenen Kind tut und gar nicht weiß, wie sehr sie dem Kind schadet, ist es natürlich verheerend, ist es erschütternd. Aber gleichzeitig gibt es ja viele davon. Und in Folge möchte ich eben diese 6 verschiedenen Arten bringen, wo Sie die eine oder andere Art vielleicht erkennen. Dass Sie alle 6 Arten erkennen, wäre natürlich wirklich schlimm und da brauchen Sie dann echt Unterstützung. Ich habe einen 5-Punkte-Rettungsplan für Sie entwickelt, finden Sie unten unter triggerfrei.at, wo Sie rauskommen können aus diesen Strukturen der Gefangenschaft, wo Sie getriggert werden, emotional ganz klein und ganz gefügig zu werden. Daher triggerfrei.at, kostenlos für Sie, ist eine große Hilfe, um rauszukommen aus Ihrer emotionalen Gefangenschaft, zum Beispiel der Mutter gegenüber. Ein erstes Mittel, was angewendet werden kann, ist die Demütigung als Kontrollmittel. Von klein auf, es ist wirklich hart, sich das vorzustellen, hat die Mutter bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit sie gedemütigt, um ihren Selbstwert winzig zu halten, damit sie die alles kontrollierende Übermutter ist, ohne die nichts geht. Und sie haben sich angewohnt, es muss alles mit der Mutter besprochen werden oder mit einer Autoritätsperson besprochen werden, damit ich überhaupt existieren darf. Ich darf gar nicht Nein sagen. Nein sagen gibt's nicht. Weil sobald ich Nein sage, könnte ich was falsch machen und dann ist wieder volle Demütigung. Das heißt, ich werde in allem Ja sagen, 100%, um hoffentlich die Huld der Mutter und die Genehmigung der Mutter und die Akzeptanz der Mutter zu finden. Wenn das nicht der Fall ist, zurück an den Staat. Ich selber bin nichts. Ich warte auf die Befehle von der allmächtigen Mutter und mache dann genau das, damit ich keine Schwierigkeiten kriege, was sie will. 2. Punkt. Das Selbstwertgefühl wird ständig untergraben durch ständige Vergleiche. Der andere ist aber viel besser als du. Schau dich an, du hast es schon wieder nicht geschafft und deine Schulleistungen sind ja viel schlechter als wie die anderen. Der spielt viel braver und viel schöner als du. Du kannst das nicht, du wirst nie ein Tor schießen, vergiss es. Ja? Also diese ständigen Vergleiche machen einem so unsicher, dass man sich denkt, ich lasse es am besten, weil es bringt eh nichts. Ja? Ich werde es eh nicht hinkriegen. Und ich bemühe mich gar nicht mehr, weil sicher wieder jemand, der wie die Mutter ist, kommt und sagt, funktioniert nicht, geht nicht, kannst es nicht, lass es. Und damit lasse ich's. Damit habe ich schon die selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich es ja eh nicht kann. Und ich benehme mich dann auch so, dass es tatsächlich dann auch schief geht oder dass ich es gar nicht erst angehe und damit sowieso gleich das Ergebnis habe, ich habe es eh nicht geschafft. 3. Punkt, katastrophal, was eine narzisstische Mutter kaputt machen kann. Sie missbraucht ihr Kind um die Aufrechterhaltung ihres eigenen Egos. Die hat die Stirn zu sagen, das Kind ist so gut erzogen, weil das habe ich auch ich erzogen. Ja? Er macht es genauso, wie ich es ihm gelernt habe. Ja? Gott sei Dank macht er uns keine Schwierigkeiten und Gott sei Dank macht es so, wie ich das will. Also Katastrophe. Das Kind hat überhaupt keinen Spielraum. Das Kind wird keine Trotzphase haben, das Kind wird keine Pubertät haben, weil die Mutter derartig kontrollierend ist, dass der junge Mensch überhaupt nichts Eigenes entwickeln kann. Er wird auch aufhören, selbstständig zu denken. Das hat kognitive Auswirkungen. Der wird deshalb weniger intelligent, weniger vernetzt denken können. Der wird wie ein Soldat denken und eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad denken. Das kann eine Mutter total kaputt machen. Und das kann man dann auch nicht so leicht lernen. Man kann schon nachreifen in der Therapie, aber schwer. Weil es ist ja ganz früh eingelernt, du darfst überhaupt nicht selber denken, sondern du darfst nur so denken, wie ich dir sage, dass du denken darfst. Also schwerste Manipulation,
je frühkindlicher, desto schwerer ist es, desto nachhaltiger wirkt es leider ins Leben hinein. Und dieser Mensch, der so erzogen wurde, wird sich dann auch wieder einen Partner suchen, der sehr dominant ist und der auch so ähnlich ist wie die Mutter. Dann wird es auch funktionieren. Wenn der einen Partner hat, der ihn freilässt, wird er gar nicht wissen, wie soll er tun, oder er macht irgendwas. Er hat keinen Maßstab. Er hat nicht gelernt, selbstständig auch Konsequenzen zu tragen. Es ist dann auch wirklich ganz dramatisch, wenn man sieht, wie kontrollierbar so ein Mensch ist, wie wenig selbstständig er sich zu denken traut. Hat er nie gelernt und will er nicht. Traut er sich nicht. Vierter Punkt, Fixierung auf Äußerlichkeiten. Der Mutter war es ganz wichtig, dass ihre Töchter schön sind, und sie hat den Töchtern ganz klar vermittelt, Schönheit ist das Wichtigste, aber so schön wie ich sage, dass schön ist. Also die Tochter hat nicht die Möglichkeit gehabt, ihr eigenes Schönheitsideal zu entwickeln, selber was auszuprobieren und sagen, ich habe gern, keine Ahnung, kurze Haare und färbt mir die rötlich. Nein, die müssen lang sein und die müssen braun sein, ja, weil das ist das Schönheitsideal, das die Mutter vorgibt. Und da gibt's kein anderes Schönheitsideal. Also Haare schneiden ist No-Go zum Beispiel, weil das wird verboten und wird manipulativ so lang getrommelt, bis die Tochter sagt, okay, na, Haare schneiden geht nicht, also ich muss mir das lang wachsen lassen. Ja. Wenn die Mutter erlaubt und sagt, so, jetzt kannst du das 10 cm kürzen lassen, gut, dann tue ich's. Aber ich warte auch als manipulierte Tochter genau darauf, was erlaubt denn die Mutter in puncto Schönheit? Was ist denn jetzt erlaubt? Oder welche Kleidung ich anziehe? Das wird genau kontrolliert und wird genau vorgegeben, ob mir das steht oder ob mir das nicht steht. Ja, wie siehst denn du aus in dem Kleid? Das ist ja furchtbar. Also ich kann gar nichts selber entscheiden, weil ich sehe mich schon mit den Augen der Mutter. Ich gehe selber vielleicht in ein Geschäft, um mir etwas auszusuchen, ja. Aber ich kann nicht selber schauen, steht mir nicht gut. Auch der Verkäufer, die Verkäuferin sagt, das steht Ihnen wunderbar. Ich weiß aber, die Mutter wird das nicht gutieren und damit werde ich es nicht nehmen, weil das steht mir nicht, obwohl es mir steht. Sie sehen, wie das Gehirn gewaschen ist und wie sie dann anders fühlen auch. Und in der Therapie kann man das wieder ändern, indem ich wieder anders fühlen lerne. Aber das braucht eben Zeit. Fünfter Punkt, Katastrophe. Grenzüberschreitendes Verhalten bis ins Erwachsenenalter von den eigenen Kindern. Die haben kein eigenes Zimmer. Die Mutter kommt immer rein. Die Mutter durchwühlt ihre Schränke und Laden und Kästen. Die sind eigentlich, die haben kein Privatleben mehr, die hat Zugang zum Handycode, die weiß genau, was macht sie jetzt gerade mit ihrem Freund oder nicht, ja. Also da gibt's nichts Privates, ja. Die Mutter verhindert, dass ein heranwachsender Sohn, eine heranwachsende Tochter überhaupt ein Privatleben hat, ja. Die kommt ins Bad hinein, auch wenn die Tochter erschrickt und offensichtlich Signale sendet, bitte, ich möchte jetzt eine Ruhe haben. Geht nicht. Bei uns ist das nicht so, ja, und das ist anders. Also die überschreitet permanent Grenzen in einer Art und Weise, wo der Jugendliche auch oft nicht die Kraft hat, sich dagegen zu wehren. Weil es absolut verboten ist, weil es gewünscht ist, dass es genau so ist, wie diese narzisstische Mutter das will. Und wenn sich der Jugendliche versucht zu wehren, nur ein bisschen, ja, also piep, kommt sofort die volle Dampfwalze rüber, ja. Also da ist ein kleines Widersprechen mit einer massiven Bestrafung dann, ja, wo man dann als Jugendlicher sagt, das lohnt sich nicht, ja. Da müsste ich so viel Kraft aufwenden, da lasse ich lieber die Mutter drüber walzen und lebe mein Parallelleben. Dadurch werden dann die Jugendlichen so, dass sie dann was Geheimes leben und versuchen, ein Doppelleben aufzubauen, wo die Mutter nicht hinsieht. Und das ist dann aber nicht gut, weil das sind dann so multiple Persönlichkeiten, die spalten dann Dinge ab, die verstecken dann Dinge vor sich selber sogar später, ja. Super ungesund. Daher Abstand und Therapie machen, damit sie emotional umlernen können und vor allem no contact zu dieser narzisstischen Mutter. Das wird sonst immer so weitergehen bis zum letzten Atemzug. Die wird sie auch zwingen, dass sie pflegen müssen bis zum Tod und so weiter. Letzter Punkt, so eine gezielte Rufschädigung und Diffamierung. Das ist absolut brutal, weil der Mutter ist es nicht so schade, ihre eigenen Kinder schlecht zu machen, um sich selber besser darzustellen.
also die sagt wirklich in der Öffentlichkeit vor anderen, ja, das ist so erschütternd, wie sich meine Tochter entwickelt hat, da kann man sich nur genieren, ja. Ich bin sehr enttäuscht von meiner Tochter. Geht's noch, ja? Kein Mensch weiß das. Sie bringt das aufs Tapet, sie macht sich da wichtig, um sich darzustellen, dass sie sich so bemüht hat, aber das konnte ja nicht gut gehen, wenn sie diesen Freund hat. Oder was auch immer, ja. Also die anderen sind schuld, sie ist die allmächtige, perfekte, unumstößliche und alles richtig gemacht habende Mutter, wo man sich denkt, geht's noch, ja? Also jeder Außenstehende denkt sich, hey, was ist mit der los, ja? Aber sie selber sieht's nicht und sie selber wird weiterhin Helikoptermutter sein bis zum geht nicht mehr und solang's geht, sie wird auch nicht die Enkelkinder in Ruhe lassen, also man muss sich wirklich schützen vor so einer Mutter, ganz klar. Sie wird zwar nicht verstehen und wird mit aller Kraft dagegen anrennen, weil sie hat Recht und sie hat immer Recht. Die narzisstische Mutter hat das Grundgefühl, sie ist die Übermutter, die nie was falsch gemacht hat und auch nie was falsch machen können wird. Gleichzeitig aber die anderen verurteilt und gleichzeitig ganz streng und ganz eng vermittelt, du hast so zu sein, wie ich will, dann ist es gerade in Ordnung. Wenn du mir noch mehr dienst und noch mehr gefügig bist, dann ist es etwas besser. Aber perfekt bist du nie. Perfekt bin nur ich. Also erschütternd. Schützen Sie sich und holen Sie sich therapeutische Hilfe. Das ist extrem wichtig, damit Sie da rauskommen. Und dieser triggerfrei.at-Link nochmal zur Empfehlung, damit Sie diese narzisstischen Merkmale erkennen, wo sie getriggert werden und in eine Abhängigkeit gezogen werden. Alles Gute für Sie.